Hallo zusammen, es ist kurz vor Neujahr. Ja, es ist meistens die Zeit, dass man sich irgendetwas vornimmt. Oftmals möchte man abnehmen, man möchte sich mehr bewegen, regelmäßig bewegen. Und genau wegen des regelmäßigen Bewegens habe ich heute wieder Roland an meiner Seite, weil er kann's wirklich Ja. richtig gut. Natürlich, und zwar solange ich dich kenne. Und ich bin froh, dass ich ihn habe, weil ich glaube, ohne dich wäre es mir ganz schwer, mich so regelmäßig zu bewegen, wie ich das tue. Aber erklär doch mal A, warum es so schwer ist und B, sag doch mal all meinen Zuschauern, was sie machen können, damit es ihnen leichter fällt. Also einmal hast du ja gefragt, warum das so ist, und das ist eine Genau. ganz einfache Antwort. Wir haben das genetische Energiesparprogramm eingebaut. Die Faulheit ist genetisch Wahr. eingebaut, ja. Und das hilft ja schon vielen, das zu wissen, weil dann hat man kein schlechtes Gewissen, als sei man irgendwie minderwertig oder die anderen wären besser oder so. Nein, das ist bei jedem eingebaut, weil der Körper hat über die Evolution einfach abgespeichert, nur Energie geben in der unsicheren Situation, dann bekomme ich die nächste, wenn es wirklich notwendig ist. Ja? Aber man kann relativ leicht damit umgehen, wenn man weiß, wie. Man muss ja, um sich zu bewegen, ein Stück Willenskraft aufbringen. Und der Wille, weiß man inzwischen, ist wie ein Muskel, der sich im Laufe eines Tages abarbeitet. Und am Schluss des Tages ist kaum noch Willenskraft übrig, wenn man entsprechend vorher was gemacht hat. Und deswegen empfehle ich, wenn du dir jetzt vornimmst, fürs neue Jahr Übungen zu machen, regelmäßig, ob das jetzt unsere Übungen für Schmerzfreiheit und höhere Beweglichkeit sind oder eben joggen gehen oder irgendwas anderes, völlig egal. Das, was du dir vornimmst, mach das von der Dosierung her nicht zu hoch. Nimm dir nicht zu viel vor. Etwas weniger vornehmen und dafür die ersten Tage, Wochen besser durchhalten. Ich spreche immer von 2 bis 4 Wochen. Ich weiß, du erzählst immer, die Studien sagen 6 oder 6,5 Wochen, ja. Aber vielleicht liegt es daran, wie man dran geht. Und mit dem Wissen, was ich dir jetzt gebe, was ich euch jetzt gebe, langen wahrscheinlich 4 Wochen. Und man hat eine Routine, eine Gewohnheit installiert, die den Willen praktisch links liegen lassen. Ja, also man Okay. braucht kaum noch Willenskraft. Ja, und wie macht man das jetzt, wenn man Ganz weiß, einfach. dass man das schon mehrmals versucht hat und man ist gescheitert? Ja, meistens scheitert man daran, weil man sich zu viel vornimmt. Deswegen, wie eben schon angedeutet, weniger Okay. vornehmen, statt eine halbe Stunde joggen, 10 Minuten, eine Viertelstunde und dann steigern. Steigern geht immer. Würdest du denn sagen, jeden Tag oder vielleicht nur einmal die Woche Also oder ich was persönlich würdest bin du? ein Fan davon, dass ich sage, jeden Tag eigentlich, weil man weiß, auch aus Studien, dass man jeden Tag einen Kreislauf braucht, der einmal richtig hoch geht. Eigentlich sogar 7 Tage die Woche, aber auf der anderen Seite, und da muss man jetzt eine gute Mitte finden, braucht der Körper auch Ruhephasen, um die Umstrukturierung, das Umbauen, das Renovieren des Körpers, was immer losgeht bei diesem Sport machen, ja, dass das aufgeholt werden kann, falls was liegen geblieben ist. Und wenn man gar nichts gemacht hat, ja, und noch ganz am Anfang ist, dann reichen wir auch erstmal 5 Tage. Das wäre so eine Anfängerdosis, ja, wo man sich dann hinterher gut auf 6 Tage steigern kann. Aber 5 Tage sollten sein. Wenn man viele Sachen machen möchte, kann man ja auch die Menge dessen, was man tut, immer so verteilen, dass man einen Teil montags, Okay. mittwochs und freitags macht, einen anderen Teil dienstags und donnerstags, später dann noch den Samstag hinzunimmt, irgendwie in dieser Art. Aber ihr hört schon, es ist einfach die Regelmäßigkeit. Das ist absolut wichtig. Die Regelmäßigkeit ist absolut wichtig. Und dann zu den Tricks. Ja, zu den Tricks. Punkt 1, mach morgens dein Programm. Wenn das irgendwie geht, morgens oder am Vormittag, wenn also diese Willenskraft Muskel. noch nicht, dieser Willensmuskel, danke, wenn der noch nicht so verbraucht ist. Ja? Morgens sagen viele, ich habe keine Zeit, Kinder, Job und so weiter. Aber stell dir einfach deinen Wecker 10 Minuten früher. Diese 10 Minuten machen dich nicht ausgeschlafener oder unausgeschlafener. Daran hängt das nicht. Aber dann kannst du das abhaken. Der frühe Morgen hat noch den Vorteil, man hat weniger Ablenkung. Also ich persönlich mache zum Beispiel auch mein Handy erst an aus dem Flugmodus, was beim Schlafen im Flugmodus ist, mache ich immer erst an,
wenn ich meine Übungen gemacht habe. Ich glaube, das ist ein super guter Tipp, weil man lässt sich einfach ganz schnell ablenken. Wer hat geschrieben, was gibt es Neues und so weiter. Genau. Weg damit. Jeder braucht seine Übungen. Und wo ist der Unterschied, eine Viertelstunde später diese Infos zu haben? Genau. Und der nächste Tipp? Der nächste Tipp ist, koppel die Routine an eine andere Routine. An das Aufstehen. Also stell die Laufschuhe direkt vors Bett. Oder deine Trainingsklamotten, um die Übungen zu machen. Ans Bad. Ich komme aus dem Bad raus, jetzt mache ich die Übungen. Koppel es an etwas anderes, dann fällt es leichter. Und am selben, also nicht nur um dieselbe Zeit, auch am selben Ort, im selben Zimmer, auf derselben Matte, in denselben Trainingskleidungsstücken, mit der gleichen Musik vielleicht. Mhm. All das, was gleich ist, erleichtert es, diese Routine richtig ins Rollen zu bringen. Und ich habe das große Glück, ich mache ja jeden Morgen 3, 4, manchmal 5 Stunden. Natürlich stehe ich entsprechend früh auf und habe meinen Tag so getaktet. Ich arbeite halt in den Abend, in die Nacht rein ganz, ganz oft. Aber mir ist es das wert, weil ich brauche das. Und immer dann, wenn man morgens seine Übung nicht macht und sagt, ich mache die heute Abend, vergesst es total. Heute, also abends kann man sich Faszienrollen kann man machen, beim Fernsehen, beim Unterhalten, beim Lesen vielleicht oder sich selbst drücken. Aber macht es morgens. Aber jetzt keine Panik kriegen, Also ihr müsst jetzt nicht auch wie Roland 4 oder 5 Stunden am Tag trainieren. Nein, um Gottes Willen. Also ich wollte noch eine Sache erzählen, gell? Bei mir ist inzwischen so, war nicht so gemeint, dass du die gleiche Menge machen musst, Bei mir ist inzwischen so, wenn ich es nicht mache, mir fehlt es drastisch. Genau. Ich bin gar nicht gut gelaunt. Ja. Mir fehlt es, weiß die Petra auch. Wenn ich meine Übung nicht gemacht habe, bin ich ein nicht so angenehmer Gesprächspartner. Weil ich denke, ich müsste eigentlich erst meine Übung machen. Soweit kann das kommen. Und das bedeutet, der Wille ist völlig ausgeschaltet. Dann hat der Körper irgendwie diese genetische Faulheitsgeschichte umschifft. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich glaube, das hat dann was mit Gewohnheiten zu tun, die wir ja auch brauchen. Klar. Dann sehnt sich der Körper danach und da müsst ihr hinkommen. Also, so viel zur Bewegung. Ihr wisst jetzt Bescheid, wie ihr das schafft, damit ihr euch ab sofort im neuen Jahr regelmäßig bewegen werdet können. Und vor allen Dingen, ich verspreche euch, wenn ihr das morgens macht, dann habt ihr einen wundervollen Tag vor euch und das ist schon was absolut Wertvolles. Ja, und dann geht's noch mal zum Thema Abnehmen. Da Thema gibt Abnehmen, es ja auch. Muss ich kurz mal unterbrechen, wer das noch nicht gelesen hat, weil Petra dafür. Das liegt da. Ist einfach so. Gut. Abnehmen garantiert. Eins der letzten Bücher von der Petra. Ja. Wer abnehmen möchte, sollte bis Jahreswechsel, das ist nicht so dick, ist alles schön zusammengefasst, sind sogar Rezepte drin, die man ja gar nicht erstmal lesen muss. Hat man schnell gelesen, wenn man das verstanden hat, fällt es viel, viel leichter. Im Übrigen steht da auch ganz viel drin, wie man Gewohnheiten, Ernährungsgewohnheiten ändern kann. Und es steht vor allen Dingen drin, dass du gar nicht wirklich schuld an deinem Übergewicht bist. Und das fand ich damals, als ich das Buch geschrieben habe, so, so wichtig, weil viele Menschen, die einfach wirklich zu kräftig sind, die haben ja auch oftmals zu wenig Selbstbewusstsein und zweifeln an sich. Ist überhaupt nicht notwendig, weil ihr wisst gar nicht, welche Dinge im Hintergrund passieren, damit ihr verführt werdet, ständig zu essen. Und da hilft eben auch nur, alte Gewohnheiten in neue umzuwandeln. Und wie das geht, das steht tatsächlich in diesem Buch drin. Und vor allen Dingen, definitiv ist es so, dass ihr mit diesem Programm und mit dem, was ich da geschrieben habe, gesund und dauerhaft abnehmen könnt. Und ich finde, das ist ja was. Und ich mag jetzt gar nicht so viel darüber erzählen, weil das kann man lesen. Ich habe noch gerade eine Idee spontan. Warum? Ich habe doch vorhin erzählt, dass man Gewohnheiten aneinander koppeln kann. Ah. Koppel doch neue Ernährungsgewohnheiten an die Bewegungsgewohnheiten und beides zusammen an das Alte. Ja, also da muss man halt ein bisschen jetzt ein bisschen überlegen, wie man das machen könnte, ein bisschen Vorstellungsvermögen haben, ein bisschen rumprobieren, aber das könnte noch ein guter Tipp sein. Meine Güte, was wird das für ein tolles Jahr, meint ihr nicht auch? Und deswegen wünsche ich dir von ganzem Herzen ein wundervolles 2022 und ich freue mich schon, wenn wir uns dann am 2. Januar wiedersehen. Von meiner Seite genau das Gleiche. Ein tolles, bewegtes und neu ernährtes,
Okay, ja, wie auch immer. Jetzt wird es kompliziert. Jahr. Ganz herzlichen Wunsch schon wieder. Alles Gute euch. Tschüss und einen guten Rutsch.